Leave no one behind. Lasst niemanden zurück. Wahrscheinlich habt ihr dieses Hashtag schon mal irgendwo gesehen, online oder offline in den letzten Wochen und Monaten, die hinter uns liegen und die für viele von uns nicht leicht waren. Lasst niemanden zurück. Mein Name ist Thomas Steiner. Ich arbeite für Google in Hamburg und heute möchte ich darüber sprechen, niemanden zurückzulassen und für moderne Browser zu bauen mit progressivem Verbessern, als wäre es 2003. 2003. In diesem Jahr haben Stephen Champion und Nick Fink das Konzept progressiven Verbesserns eingeführt. 2003, das ist, wow, 18 Jahre her. Aber progressives Verbessern ist heute noch wichtig. Einer der Gründe für progressives Verbessern ist es, den Einsatz neuer Technologien und Strategien zu ermöglichen, ohne dabei einen Browser oder ein Gerät zurückzulassen. Lasst niemanden zurück. Aber was soll das heißen in der Praxis? Schauen wir uns eine ziemlich coole App an, an die ein paar von euch sich vielleicht aus der Zeit von Fenster 95 erinnern werden. Malen. Jemand hat Malen in JavaScript nachgebaut, sodass man es heute im Browser verwenden kann. Wenn du es ausprobieren willst, scan einfach den QR-Code auf der Folie. Mit dem Sprühdosenwerkzeug kann ich auf die Leinwand malen. Zum Beispiel kann ich schreiben, lasst niemanden zurück. Aber da ich kein begnadeter Graffiti-Künstler bin, ist es vielleicht eine bessere Idee, das Textwerkzeug von Malen zu verwenden. Also schreibe ich, lass niemanden zurück, nochmal, aber diesmal als Text. Wenn mir der vorgegebene Stil der Arealschriftart nicht gefällt, kann ich aus insgesamt 24 alternativen Schriftarten auswählen. Einer davon ist der ikonische Klassiker Comic Sans MS. Wenn ich allerdings in der Schriftartenverwaltung auf meinem MacBook nachschaue, sehe ich da 310 Schriftarten, die auf meinem Laptop installiert sind, inklusive Wingdings, was sozusagen Emoji vor Emoji war. Und auch inklusive Google Sans, Googles Firmenschriftart, die ausschließlich auf den Laptops von Google-Angestellten installiert ist und die es nicht anderweitig gibt, auch nicht als Webfont. Was der Browser von all diesen lokalen Schriftarten exponiert, ist nur die Gruppe der sogenannten websicheren Schriftarten. Dies beinhaltet weder Wingdings noch Google Sans. Die gute Nachricht ist, dass es einen Vorschlag für eine API namens Lokalschriftartenzugriffsapplikationsprogrammierschnittstelle gibt, sodass ich schlussendlich Lass niemanden zurück in Google Sans schreiben könnte. Du kannst einen Bildschirmschuss des Entwurfsdokuments auf der Folie sehen. Aber bevor ich näher auf die Lokalschriftartenzugriffsapplikationsprogrammierschnittstelle eingehe, möchte ich noch erläutern, wo diese API eigentlich herkommt. Wenn du auf die Kopfzeile des Spec-Entwurfs schaust, kannst du sehen, dass er von der Webplattform Brutkasten-Gemeinschaftsgruppe veröffentlicht wurde. Wenn ich mich über den Link auf die Gruppe durchblicke, lande ich auf einer Seite des World Wide Web Consortiums, kurz W3C, von wo aus ich die Homepage der Gruppe erreichen kann. Die sieht so aus. Unten auf der Seite ist ein Link zur Satzung der Gruppe, was in der Sprache des W3C die Liste der Aufgaben ist, um die sich die Gruppe kümmern soll. Das ist die Satzung der Web Incubator Community Group. Wenn ich ein bisschen runterscrolle, kann ich da lesen, die Web Incubator Community Group stellt ein leichtgewichtiges Forum zur Verfügung, um neue Webplattform-Features vorzuschlagen und zu diskutieren. Zum Beispiel die Lokalschriftartenzugriffsapplikationsprogrammierschnittstelle. Wenn ich weiterlese, steht in der Satzung, dass jeder Vorschlag in seinem eigenen Depot innerhalb des GitHub-Kontos der Gruppe diskutiert wird. Wenn ich zurückgehe auf die Homepage der Gruppe, kannst du dort eine Riesenliste an Links auf GitHub-Depots sehen, in denen die Arbeit an neuen Webplattform-Features stattfindet. Wenn du Adelaugen hast, hast du vielleicht die Local Font Access API in der unteren linken Ecke entdeckt. Wieder zurück zur Satzung, in der es heißt, wenn Vorschläge Unterstützer gewinnen und stabiler und reifer werden, dass es dann in Betracht gezogen wird, sie in eine W3C-Arbeitsgruppe zu migrieren, wo sie auf Kurs Richtung Empfehlung gebracht werden können. Auf Kurs Richtung Empfehlung. Was ist das? Zum Glück gibt es ein W3C-Dokument, das das erklärt. Passenderweise heißt es W3C-Prozessdokument. Und es beschreibt die organisatorische Struktur des W3Cs und seine Prozesse, Verantwortlichkeiten und Funktionen, die dem W3C ermöglichen, seine Mission zu erfüllen. Irgendwo in der Mitte dieses Dokuments findet sich dieses Flussdiagramm des W3C-Standardisierungsprozesses. Du kannst sehen, dass Empfehlung der Endzustand in diesem Fluss ist. Wenn wir das Flussdiagramm nach rechts verschieben, dann wäre die Webplattform Incubator Community Group ganz am Anfang. Einige der Firmen, die Bevollmächtigte in die WICG entsenden, sind Intel, Microsoft und Google, unter vielen anderen. Was besonders ist an Intel, Microsoft und Google, ist, dass diese drei Firmen ihre Kräfte vereinigt haben in einem Unterfangen namens Projekt FUGU.
Projektfugu ist jetzt endlich der Kontext, wo ein paar Leute zusammenkommen, um zu diskutieren, wie lokal installierte Schriftarten wie Binglinks oder Google Sans ihren Weg finden könnten in Applikationen wie Malen. Das Resultat dieser Diskussionen ist ein Entwurf einer Spezifikation für eine Local Font Access API, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Nachdem ich jetzt erklärt habe, wo diese API herkommt, lasst uns nun endlich schauen, wie man sie benutzt. Zuerst beginne ich mit Feature Detection, indem ich schaue, ob das Font-Interface im Navigator-Objekt existiert. Denkt dran, hier geht alles darum, niemanden zurückzulassen. Nicht alle Browser werden diese API unterstützen, weshalb sorgfältige Feature Detection und progressives Verbessern nötig sind. Der nächste Schritt ist, um Erlaubnis zu fragen, um diese API zu benutzen. Das passiert mittels der Navigator Permissions Request Methode, der ich ein Objekt mit der Eigenschaft Name und einem Wert von Local Fonts übergebe. Wenn der Status davon irgendetwas anderes als Granted ist, werfe ich einen Fehler. Andernfalls mache ich weiter. Jetzt kann ich eine Liste aller lokalen Schriftarten bekommen, indem ich Navigator Fonts Query aufrufe. Das gibt mir einen asynchronen Iterator zurück, über den ich mit einer For-Off-Schleife iterieren kann. Jedes Font-Metadata-Element hat einen PostScript-Namen, einen vollen Namen und eine Familie. Für mehr Details kannst du einen Artikel lesen, den ich geschrieben habe. Scan einfach den QR-Code auf der Folie, um den Artikel zu finden. Das ist ein brandneuer Vorschlag für eine API, was bedeutet, dass ich im Moment eine Flag namens Font-Access im Browser setzen muss, um die API zu testen. Ich habe eine kleine Demo gebaut, die die API in Aktion zeigt. Du kannst sie erreichen unter local-font-access.glitch.me oder du scannst den QR-Code auf der Folie. Das erste, was ich sehe, wenn ich die App öffne und klicke, ist der Dialog, der mich um Erlaubnis fragt, die API zu nutzen. Der konkrete Text könnte sich noch ändern in der Zukunft, aber derzeit fragt mich der Browser, ob er auf die Schriftarten auf meinem Computer zugreifen darf, sodass ich Typografie mit hoher Wiedergabetreue erzeugen kann. Wenn ich den Dialog akzeptiere, erscheinen die Schriftarten in der Auswahlbox. Ich kann nach Schriftarten wie Winglinks suchen und jedes Schriftartenelement aufklappen, um Schriftartvariationen zu sehen. Wie ich schon gesagt habe, es ist sehr früh im Leben dieser API. Also sollte irgendetwas komisch aussehen oder sich sonderbar anfühlen, kannst du und solltest du sogar Feedback geben. Im Spec-Entwurfsdokument ist ein Link auf das GitHub-Depot, wo die Spezifizierungsarbeit abläuft. Wenn ich durchklicke, lande ich auf der Issues-Sektion des Depots und kann die existierenden Issues lesen oder kommentieren oder ein neues erstellen, zum Beispiel, um eine neue API-Form vorzuschlagen oder Inkonsistenzen in der API aufzuzeigen. Probleme in der Spec einer API sind das eine. Aber ein anderes Problem können Implementierungsfehler in Chrome sein. Jede API, an der wir arbeiten, hat einen Eintrag auf Chrome Platform Status. Wenn du nach Local Font Access suchst, kannst du alle Details zu Chromes Implementierung finden. Für jede API gibt es einen Link zu einem Tracking Bug, in dem die Arbeit an dieser API getrackt wird. Wenn ich mich zum Bug durchklicke, kann ich alle Commits, Kommentare, zugewiesenen Software-Ingenieure und so weiter sehen. Falls ich ein Implementierungsproblem in Chrome feststelle, wäre dies der Ort, um das zu melden. Die Local Font Access API ist nur eine von vielen, vielen APIs, an denen wir im Kontext von Projekt Fugu arbeiten. Mehr kannst du auf unserem Fugu API Tracker sehen, den du erreichst, indem du den QR-Code scannst. Wenn du den Fugu API Tracker aufmachst, kannst du all die APIs sehen, die wir schon ausgeliefert haben. All die APIs, die derzeit in Origin Trials sind. All die APIs, die derzeit in Dev Trials sind. All die APIs, an denen die Arbeit schon begonnen hat. Und schlussendlich all die APIs, die wir in Erwägung ziehen. Diese Website mag sich vielleicht ein bisschen überwältigend anfühlen. Aber keine Sorge. Das Google Developer Relations Team, dem ich angehöre, hat Artikel zu allen derzeit nutzbaren APIs geschrieben, die leicht verdaulich sind und die alles enthalten, was Entwickler wissen müssen, um loszulegen. Du kannst alle unsere Artikel finden, indem du diesen QR-Code scannst. Und denk dran, was auch immer du baust, lass niemanden zurück. Benutze diese APIs als progressive Verbesserung. Wo immer möglich, versuche eine Basisversion deiner App bereitzustellen für Benutzer, die Browser verwenden, die nicht die neuesten APIs verwenden. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und frohes progressives Verbessern. Mein Name ist Thomas Steiner und ich werde versuchen, alle Fragen, die du hast, in den Kommentaren, per Twitter oder per E-Mail zu beantworten.